An den Märkten wie im richtigen Leben gilt, ja, man kann die Realität verdrängen, kann sie ignorieren und das geht eine Zeit lang gut und geht gut und geht gut, bis es plötzlich nicht mehr gut geht, weil eben die Realität sich dann Bahn bricht und die Folgewirkungen, nämlich die negativen Folgewirkungen der vorherigen Realitätsverweigerung tendieren dann dazu, besonders heftig reinzuknallen. Etwa wenn man nicht zum Zahnarzt geht regelmäßig, dann stellt man fest, ups, da ist jetzt dann gleich eine ziemlich dicke Baustelle angefallen und das könnte eben auch jetzt für die Märkte gelten, so muss es heißen, denn die haben in geradezu, nämlich die Aktienmärkte, in geradezu grotesker Weise die Realität steigender Zinserwartungen, hawkischer Aussagen der Fed plus deutlich inflationärer Daten in den USA ignoriert, ausgeblendet, wollten sie nicht wahrhaben, wollten weiter zocken mit diesen Optionen. Heute verfallen diese Optionen und das bedeutet, dass viele Market Maker eben das entsprechende Underlying, das sie als Hedge kaufen mussten, um sich gegen dieses Call Buying zu schützen, praktisch jetzt nicht mehr brauchen, verkaufen werden. Und das könnte heute eine ziemlich heftige Reaktion an den Märkten hervorrufen. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Sind die Aktienmärkte jetzt aufgewacht, was gestern Abend passiert ist? Das war doch schon relativ heftig. Da ging es deutlich nach unten. Eine Zeit des Erwachens. Sie kennen vielleicht diesen Film aus dem Jahr 1991, in dem dieser junge Arzt hier komatöse Patienten versucht zu behandeln, ihnen dann so eine chemische Mischung gibt und plötzlich wachen die wieder auf und man hat so das Gefühl, diesen Aufwachprozess haben die Aktienmärkte gestern Abend irgendwie dann doch hinbekommen, nachdem sie lange in so einer Art Delirium gewesen sind. Wir haben ja eine maßgebliche Verschiebung der Zinserwartungen erlebt, jetzt gar keine Zinssenkung mehr erwartet in den Fed Fund Futures, dagegen mindestens noch 2 bis 3 bis 4 Zinsanhebungen in diesem Jahr, respektive in den nächsten Monaten. Hier sieht man das mal wunderbar grafisch illustriert, etwa für die USA. Wo ist der Gipfelpunkt der Zinsen? Da waren wir vor einem Monat noch so bei 4,9%. Vor einer Woche waren wir bei 5,14% und jetzt gehen wir in Richtung 5,3%. Also wir sehen, das ist relativ schnell gegangen. Das ist in Kanada so, das ist in der Eurozone so, dass die Zinserwartungen wieder deutlich nach oben gehen. Nur in UK stagniert das. Australien ist es auch so. Und was ist passiert? Die Anleihemärkte und die Devisenmärkte haben die Signale verstanden aus den Daten. CPI-Daten am Dienstag, heißer als erwartet. Starker US-Einzelhandelsumsatz und gestern dann die Erzeugerpreise, deutlich heißer, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, 10-jährige Anleiherendite steigt, positive Divergenz gehabt, Unterstützung gehabt. Aufwärtstrend gehalten, aus dieser fallenden Wedge rausgebrochen, positive Stochastikdrehung, also das ist Agmar die Wiesen auf Deutsch gesagt. Jetzt hat Goldman Sachs heute Nacht gesagt, deutscher Zeit, wir erwarten jetzt mindestens noch 3 Zinsanhebungen von 25 Basispunkten. Und wenn wir uns jetzt mal die Marktentwicklung seit dem 19. Januar anschauen, dann sehen wir, die 10-jährige Anleiherendite ist um 44 Basispunkte gestiegen. Also um 0,44%, das entspricht einem Anstieg der Yield von 12%, der S&P gleichzeitig, der Leitindex um 5% gestiegen und der VIX um 2% gefallen. Irgendwas passt da nicht zusammen und hier nochmal in Sachen Inflation, vor allem hier gestern die Erzeugerpreise. Hier sehen wir jetzt, wenn Sie oben in dieser Grafik mal rechts gucken auf diese Balken, dann sehen Sie, wir haben praktisch jetzt kein Element mehr, das disinflationär wirkt. Auch die Güterdisinflation, die der Jerome Powell immer wieder angesprochen hat, die ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir sehen eine Reinflationierung auf breitester Front und wie gesagt, Anleihe- und Devisenmärkte haben diese einmal aufgenommen, die Aktienmärkte nicht. Hier Holger Cepic, Yields up, Tech Stocks down, Nasdaq dropped 1,9%, weil die 10-jährige Anleiherendite auf 3,6% gestiegen ist. Inzwischen sind wir bei 3,9%. Und hier in diesem Chart, meine Damen und Herren, der von Holger Cepic, da sehen Sie, warum da etwas nicht stimmen konnte. Normalerweise ist es so, blau ist hier der Nasdaq, weiß ist die Anleiherendite. Normal ist die Beziehung zwischen beiden klar negativ korreliert, das heißt, steigt der weiße Chart, steigt also die Anleiherendite, fällt der blaue Chart, fällt also der Nasdaq und andersrum. Was haben wir hier?
wenn Sie hier mal rechts gucken, gesehen jetzt in den letzten Tagen, die Anleiherendite steigt, der weiße Chart steigt und der Nasdaq steigt auch, der blaue Chart steigt auch. Deswegen habe ich gesagt, warum die Aktienmärkte lügen. Dollar und Renditen rauf, Nasdaq auch, passt irgendwie nicht zusammen, aber es wurde eben passend gemacht. Irgendwann passt es vielleicht nicht mehr. Und hier sehen wir nochmal, das hatte ich gestern schon gezeigt, dass doch die Inflationserwartungen sich doch immer weiter höher verschoben haben jetzt, vor allem in letzter Zeit, aber vor allem im Vergleich zu einem Jahr. Und gestern dann eben die Aussagen von Mester, die allerdings im FOMC aktuell nicht stimmberechtigt ist, aber dennoch sagt sie, also hier, ich hatte schon bei der Februarsitzung an 0,5% Zinsanhebung gedacht. Das hat erstmal die Märkte ganz schön schockiert, aber dann kam das, was in den letzten Tagen immer kam, dazu gleich mehr, nämlich man hat mal wieder eben ganz entspannt darauf gekauft, aber dann kam James Ballard, der gesagt hat, mehr Zinsanhebungen sind notwendig und die Risiken sind groß, dass wir die 1970er Jahre wiederholen, wenn wir die Inflation nicht bald unter Druck bringen. Das ist wieder diese Angst, diese Sorge der Fed vor den 1970er Jahren, als wir ja auch so ein Auf und Ab der Inflation gesehen haben, als die Fed dann die Zinsen gesenkt hatte. Und dann ist die Inflation wieder angezogen. Wir sehen hier, der raucht was, ja, und manche Calls könnten heute auch verrauchen, könnte man sagen, der James Ballard. Jetzt sehen wir, dass die Erwartung einer Zinsanhebung bei der nächsten Sitzung im März von 50 Basispunkten, also von 0,5%, jetzt plötzlich eine echte Option sind. Denn Ballard hat auch gesagt, ja, kann sein, dass ich einen 50 Basispunkte-Schritt unterstütze bei der nächsten Sitzung. Mester hat das klar gemacht. Also plötzlich ist diese 0,5%-Anhebung wieder im Spiel, die eigentlich von der Fed mehr oder weniger selbst schon ausgeschlossen war. Aber sie reagiert eben auf die heißer als erwarteten Inflations- und Konsumdaten. 18%, also die Wahrscheinlichkeit, die Fed Fund Futures jetzt einpreisen. Vor einer Woche lag die noch bei exakt 0%. Also da hat sich schon was getan. Jetzt sehen wir Nasdaq, gestern der schwächste Index. Der war lange der beste Index, obwohl die Renditen gestiegen sind, passt nicht zusammen. Ich hatte in einem anderen Video das versucht schon zu thematisieren. Wir sehen typische Risk-Off-Bewegung, Consumer Staples und Utilities und Real Estate, also defensive Sektoren, noch am wenigsten schlecht, dann Communication Services, Technology und Consumer Discretionary am schlechtesten, typisch für Risk-Off. Rest in Peace, diese Monkey Rally, diese Bullshit Rally, wie ich auch schon mal getitelt hatte, frecherweise. Aber schauen wir uns hier unten dieses Bild an, Soft Landing oder Pivot. Naja, mit dem Pivot der Fed, mit der Wende der Fed ist es erstmal nicht so weit her. Also diese bullische Option ist verschlossen, die einzige, die noch bleibt, ist die Soft Landing Option. Allerdings machen die sich die Märkte selber kaputt, indem sie weiter gestiegen sind, was die Fed dann wiederum dazu zwingt, die Zinsen weiter anzuheben und so weiter und so fort. Und dann kommt eben dieser Unfall. Hier sehen wir nochmal dieses Kaufen hier, die Advanced Decline Linie von Aktien, die Sven Henrik hier zeigt. Hier sehen wir, es ging meistens schlecht los im US-Handel. Meistens eben am Dienstag, weil die CPI-Daten heißer waren, am Mittwoch, weil die Einzelhandelsumsätze besser waren, gestern, weil die Erzeugerpreise heißer waren. Jedes Mal also dieses Gap down und dann wieder schön hochkaufen. Wir kaufen Calls, alles wird gut. Und so hat sich das ewig wiederholt. Täglich grüßte das Murmeltier, aber auch der Groundhog Day endet irgendwann, wie Sven Henrik hier zeigt. Hier sehen wir mal die Volatilität beim S&P 500. Immer wieder Bewegungen, 2% rauf oder runter, 1%, 2%, bo, 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 bo. Liegt sicherlich maßgeblich auch an den Optionen und den von Ihnen ausgelösten Mechanik. Heute Verfall dieser Optionen im Volumen von 1,8 Billionen Dollar. Davon alleine 740 Milliarden SPX, also S&P 500, 600 Milliarden ETF und so weiter und so fort. Und es scheint so, als hätte man diese 4.100er Marke, die ich gestern als wichtigen Trigger
benannt hatte, jetzt wohl aufgegeben. Die Calls haben dann resigniert, könnte man sagen. Wir sehen Put-Buying, das heißt, wir haben hier eine Verstärkung des Abwärtsdrucks und hier sehen wir mal den wahrscheinlich zweitgrößten Short-Squeeze in dem letzten Jahrzehnt zwischen dem 31. Januar und dem 15. Februar, also in der ersten Februarhälfte. Die Hedgefonds hat es ganz schön erwischt, die sind Tech Short gewesen. 80% der Long-Positionen oder der Käufe, die jetzt Hedgefonds getätigt haben, genauer gesagt, war die Eindeckung von Short-Positionen. 20% sind jetzt neue Long-Positionen obendrauf gekommen, wie Daten zeigen. Und hier sehen wir mal das Volumen gestern, zum Beispiel Tesla, 4,2 Millionen Optionen, wieder deutlich nach oben gegangen. Und dann kommt Apple mit knapp 2, also nicht mal die Hälfte. Und jetzt haben wir ja gestern bei Tesla Erstaunliches gesehen. Die Aktie hat dann ziemlich abgeschmiert zum Handelsende. Jetzt kann man eines vermuten, meine Damen und Herren. Der Markt wird den Weg des größten Schmerzes gehen. Das passiert relativ oft an den Märkten. Einerseits, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Market Maker natürlich auch ein Interesse an dem größten Schmerz haben, sowohl für die Bullen als auch für die Bären. Denkbar wäre also, dass wir ziemlich heftig eröffnen, dass da die Calls erstmal komplett unter Wasser kommen und dann aber eine Gegenbewegung kommt, wäre nicht untypisch. Die Market Maker versuchen eben sich schadlos zu halten, versuchen, dass Optionen möglichst wertlos verfallen. Und am Beispiel Tesla will ich das mal zeigen. Hier sehen wir in diesem Chart von Capital.com gestern Abend diese Tesla-Entwicklung, nachdem die Aktie ja vorher wieder gestiegen war. Und jetzt ist es so, dass das Open Interest von der 200er-Marke besonders jetzt auf die 190er-Marke gewandert ist. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass die Market Maker versuchen werden, die Tesla-Aktie unter die 190 zu drücken. Auf der anderen Seite brauchen sie jetzt ihre Underlying-Käufe in der Tesla-Aktie wohl nicht mehr, wenn eben diese Optionen auslaufen. Deswegen verkaufen sie die physische Tesla-Aktie, die sie als Hedge sich praktisch reinlegen mussten. Das dürfte gestern auch schon passiert sein, könnte sich heute fortsetzen. Und hier sehen wir mal diese Mechanik. Nehmen wir mal an, es läuft jetzt genau andersrum. Also die Leute würden alle Puts kaufen, nicht Calls, also auf sinkende Märkte, respektive sinkende Aktien, einzelne Aktien spekulieren. Was passiert? Dann würden also der End-User, der Endnutzer kauft Puts. Und dann würde der Market Maker auch Puts oder verkauft Puts. Dann muss der Market Maker die Aktie auch leer verkaufen, um sich zu hedgen. Dann geht der Preis nach unten. Dealer puts increasing, dealer forced to sell even more stock. Also das ist diese Mechanik, die wir nach oben jetzt gesehen haben. Endkunden kaufen Calls, Market Maker muss sich absichern, das Underlying auch kaufen, um kein Risiko einzugehen. Und so verstärkt sich dieser Effekt immer weiter. Das kann aber auch auf der anderen Seite passieren oder könnte auf der anderen Seite passieren. Wir sehen hier jetzt JP Morgan, die sagen, hey, diese Retail-Investoren, das ist nur 5,6% des Gesamthandels bei den Zero DTEs, also bei diesen am selben Tag auslaufenden Optionen. Das heißt, wir sehen auch, dass professionelle Player da offenkundig richtig geil am Zocken sind und da aber das Volumen der Privattrader hat natürlich massiv zugelegt, das dennoch, aber sie sind nicht der treibende Faktor. Offenkundig, Goldman Trader warns the market felt like a potential inflection point today, also praktisch ein Umkehrpunkt. Wir werden sehen, jedenfalls sehen wir, dass die Financial Conditions sich wieder gestrafft haben, eben weil die Anleiherenditen steigern, die Aktienmärkte sind noch nicht gefallen. Aber es ist so, dass jetzt offenkundig hier dieser Abwärtstrend in Richtung immer laxerer Financial Conditions zunächst erstmal gestoppt ist. Hier in diesem Chart von Michael Silva, Figuring Out the Money, sehen wir Growth to Value, also Wachstumsaktien im Vergleich zu Value. Hier ist jetzt zu erwarten, dass wenn etwas einigermaßen läuft, dann Value, nicht mehr Growth. Die Party dürfte vorbei sein. Hier sehen wir, dass wir jetzt da unten in der oberen Grafik die Nullerlinie unterschritten haben. Das ist oft. Es dreht also jetzt das Verhältnis Value-Growth, dreht ins Negative. Andersrum, Growth to Value, also die Wachstumsaktien drehen jetzt negativ in Relation zu den Value-Aktien. Gleichzeitig haben wir beim VIX ein typisches Chartmuster gesehen, der bricht aus seinem Abwärtstrend aus,
kommt dann wieder zurück, Backtest dieses gebrochenen Abwärtstrends und booms, dann grüne Kerze oder weiße Kerze nach oben, typisch, das passiert gerne. Jetzt sehen wir auf der anderen Seite oder auf der einen Seite, EZB und Fed reduzieren Liquidität durch Zinsanhebungen, durch Bilanzreduzierung. That is the one thing. Jetzt kommen aber die Chinesen, die praktisch ihre Wirtschaft stimulieren wollen. Und die hauen richtig Geld in die Märkte. 835 Milliarden Yuan, das sind 121 Millionen Dollar. Und da hat man also Liquidität reingefügt, so viel wie 2004 nicht mehr. Kein Wunder, weil der Konsum nicht wirklich anspringt. Wir haben oft bei Finanzmarktwelt schon darüber geschrieben, das läuft irgendwie nicht so. Also versucht man wieder Geld in die Märkte zu schütten. Und das tut ja auch noch die Bank of Japan, aber das sind die einzigen der Großen. Dennoch hat hier mein Kollege Jens Rabe das zum Anlass genommen zu sagen, also das ist ein Bullenmarkt, in dem wir bereits sind. Naja, wir haben jetzt die Chinesen und die Japanesen, die Geld in die Märkte schütten, wobei bei den Japanern ist das unklar, ob das so weitergehen kann mit dem neuen Notenbankchef, der jetzt im April sein Amt antritt. Das ist das eine, aber die entscheidenden Notenbanken, nämlich die Fed, die EZB, auch die Bank of England als weniger entscheidende, aber auch die Bank of Canada, das sind alles Banken, Notenbanken, die nicht zumindest im expansiven Modus sind, sondern im praktisch straffenden Modus sind. Dementsprechend kann ich die These von Jens Rabe nicht so wirklich nachvollziehen. Wer weiß, wer recht hat am Ende, das kann ja jetzt noch keiner sagen. Aber hier sehen wir mal die fundamentale Situation auch der US-Aktien. 84% der US-Unternehmen haben jetzt berichtet. Wir sehen einen Rückgang der Gap-Earnings und da brauchen wir erstmal, oder hier sieht man das relativ deutlich, 29% Rückgang, minus 29%, das ist das dritte Negativquartal jetzt in Folge. Das erste Mal der größte Rückgang seit dem zweiten Quartal 2020, also seit dem Corona-Crash. Also fundamental hat sich das jetzt nicht so richtig verbessert. Deswegen sind die Aktien ja so teuer, weil praktisch die fundamentale Situation für die Unternehmen schlechter geworden ist. Guckst du die Zahlen von Alphabet, Google, guckst du Apple und so weiter und so fort, guckst du Amazon. Natürlich hatten wir auch positiv berichtende Unternehmen, die positiv überrascht haben, aber in der Summe würde ich sagen, ist diese Berichtssaison jetzt nicht gerade ein Riesenerfolg. Und gleichzeitig die Amerikaner immer vollgepumpt damit, Pumpkohle, Schulden der Verbraucher sind alleine um 394 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten gestiegen, allein eine Billion an Kreditkartenschulden. Hier unten sieht man das, das ist die erste Empfehlung, die ich Ihnen mitgeben möchte als Artikel. Und zweite Empfehlung, Immobilienpreise fallen weiter. Aber eine zweigeteilte Entwicklung, vor allem fallen die Immobilienpreise eben bei Bestandsimmobilien, die älter sind und in ländlicheren Regionen. Schauen Sie sich das auch mal an. Zwei Artikelempfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.